Hey, im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euch euren eigenen Tab-Completer schreiben könnt. Das habe ich in diesem Fall am Beispiel eines Mute-Comments gemacht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel slash mute eingeben, dann macht ihr die Leertaste und ihr seht schon die Vorschläge. Ich könnte jetzt zum Beispiel Integer Phoenix muten oder mich selbst. Dann kann ich einfach Tab drücken und voilà, ich habe sozusagen meinen Vorschlag direkt ausgewählt und kann dann halt Enter drücken und Tab wird ausgeführt. Ja, und wie ihr das Ganze machen könnt, erkläre ich euch jetzt nach dem Intro. Konnichiwa. So, und dann sind wir auch nun wieder. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze implementieren könnt. Dazu müsst ihr halt als erstes einmal in eurem Mute-Comment oder beziehungsweise in eurem Comment-Executor das hinzufügen. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie ein Comment-Executor funktioniert, sollten jetzt vielleicht einmal oben in die Infokarte schauen. Da ist einmal ein Video verlinkt, wie ich erkläre, wie Comment-Executor funktionieren. Die sind relativ wichtig, vor allem es hält auch euren Code übersichtlicher und wir können hier ganz gut Tab-Completer einbauen. Von daher, wenn ihr sozusagen nicht mit Comment Executor gearbeitet habt, solltet ihr eure Comments vielleicht einmal darin rüberpacken. Ihr könnt prinzipiell den Tab Computer auch bei euch in die Haupt- oder Main-Klasse hinzufügen. Ich würde es aber nicht empfehlen. So, nun fangen wir aber an. Wir fangen nach dem Comment Executor, fügen wir jetzt hin Tab Computer. Fügen wir jetzt hinzu, sorry. Den Tab Computer. Den könnt ihr da einfach importieren. Danach müssen wir einmal die Methoden implementieren. Das Ganze schickt ihr uns hier auch schon vor. Dann seht ihr halt eine List on Tab Complete. Dann haben wir den Comment Sender, das ist der Sender. Der Comment ist unser Comment CMD. Ja, String kennt ihr halt schon, das ist halt in dem Fall CMD Label und String, ja, die String Array ist halt unsere Argumente. So, Return werden wir, gibt jetzt zahlenmäßig 0 zurück. Wir werden aber jetzt einmal eine Liste hinzufügen, das ist nämlich eine Liste mit String. Die nennen wir Tab Complete. Das ist eine neue Array Liste. Das ist dann sozusagen unsere Liste, wo unsere Elemente reinkommen, die halt sozusagen aus Strings besteht. So, jetzt müssen wir aber nochmal ArrayList importieren. Und dann haben wir jetzt unsere TabComplete, die returnen wir auch schon mal. Heißt, standardmäßig gibt es nichts, was wir zurückgeben. So, wenn wir jetzt also aber eine Argumentlänge von 1 haben, das ist halt für MuteComment wichtig, bei dem MuteComment haben wir slash mute und dann Spieler. Dementsprechend möchten wir halt natürlich die Spieler als Option geben. Dementsprechend machen wir es hier so, dass wir einmal abfragen if, in Klammern args.length gleich 1, das heißt das erste Argument in dem Fall betroffen ist. Dann machen wir for player all, das ist für alle Spieler, dann Doppelpunkt bucket .get online players. Damit sprechen wir, so gehen wir halt einmal unsere online player Spieler durch, fügen dann zur tab complete durch ein tab complete und add den Namen der Spieler mit all.get name hinzu. So, damit übergeben wir jetzt schon sozusagen unsere Tab Completion, das heißt, wenn halt die Argumentenlänge 1 ist, das heißt, wir sozusagen an unserem ersten Argument sozusagen was hinzufügen wollen, dann gibt er halt das entsprechend zu unserem Mute Comment. Damit jetzt aber noch sozusagen auch der Mute Comment weiß, dass er diesen Tab Completion hat, müssen wir das Ganze einmal in der Plugin Utils hinzufügen. Dafür schreiben wir dann einfach mute.m, also ist ja unsere Main Klasse, wie ihr das auch immer genannt habt. Ihr müsst dann eure Main Klasse in diesem Fall bekommen, dann get comment. Das ist unser Comment Mute in diesem Fall, der jetzt sozusagen den Tab Computer bekommt. Oder machen wir statt Set Execute, machen wir jetzt Set Tab Computer. Und dann können wir wieder unseren neuen, eine neue Instanz von Mute Comment nehmen. Und die einfach hinzufügen, wird ja den Tab Computer implementiert. Deswegen solltet ihr hier auch keinen Fehler erhalten. So, und das war auch schon die Implementierung. Und dann sehen wir uns jetzt gleich in Game wieder. So, und nun befinden wir uns in Game. Jetzt werden wir einfach mal den Comment austesten. Dazu gebe ich einmal slash mute ein, eine Leertaste. Dann kann ich jetzt die Auswahl treffen zwischen Integer bzw. Elephants 18. Ich habe einmal, damit wird das hinzugefügt und ich kann das einmal eingeben. So einfach ist das Ganze und so könnt ihr dann euren Tab-Computer nutzen. Ja, und somit habt ihr jetzt euren eigenen Tab-Computer geschrieben und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr einfach mal irgendwie ein eigenes Video vorschlagen, eine Videoidee haben, beziehungsweise irgendwie eine spezielle Sache, von mir Fragen haben, die ich vielleicht mal in einem anderen Video beantworten soll oder ein spezielles Topic ansprechen wollen, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare, dann werde ich darüber ein Video machen und das auch gerne dann halt, wenn das nur eine Frage ist, direkt auch beantworten, falls es hier ein Fehler oder sowas gibt bei euch. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liken will, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise dann dem Video ein Dislike geben will, wenn es euch nicht gefallen hat und ansonsten vielleicht auch den Kanal abonnieren, damit ihr dann halt auch keine neuen Videos mehr verpasst. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, tschüss.